So, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist euer Wirbel Dance mit einem komplett neuen Spiel, was ich mir mal gegönnt habe, und zwar Tomb Raider. Das ist neu für mich, natürlich schon etwas länger auf dem Markt und schon, ne, kommt bald der nächste Teil und so. Aber wir werden jetzt gemeinsam ein Tomb Raider Erlebnis erleben. Und zwar auf normal spielen wir erstmal, um erstmal reinzukommen. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Sieht mal wieder schlimm und brutal für Tomb Raider aus. Und einen wunderschönen guten Morgen, Frank Weber. Ich werde den Chat heute ein bisschen vernachlässigen, weil ich die Tomb Raider Staffeln auf jeden Fall auf YouTube hochladen möchte, und dementsprechend werde ich mich auf Spielen fokussieren. Ja, ist ja gut, Tomb Raider. Schluck mal ein bisschen Wasser. Als kleine Vorwarnung für Leute, die zuschauen, die Videosequenzen sind unglaublich laut und ich kann sie nicht runterskalieren. Oh, oh Gott. Schon wieder erschreckt, mein Gott. Ich werde wahnsinnig. Okay, wir wurden niedergeknüppelt an der Küste. Unser Boot ist zugrunde gegangen. Wir sind in einer Höhle. Viele Skelette. Wir werden geschliffen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wir werden hochgezogen. Lass da bitte Bienen drin sein in den Kokons. Das wäre fantastisch. Yay, Leoparden-Outfit. Auch erotisch. Ich habe Angst, mir ist kalt und ich bin voller Blut. So fängt jeder Tomb Raider gut an. Herrlich. Okay, wir können uns schwingen. Also, herzlich willkommen zum Überleben von Tomb Raider. Oh Gott, wir haben den Kokon zum Brennen gebracht. Okay. Versuchen wir uns runterzuhangeln. Das Seil ist schwach. Oh Gott, bitte nicht. Okay, meine Füße brennen. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh. Okay, ziehen wir das Ding raus. Oh. Ah.
eklig. Wir sind verwundet. Wir sind voller Blut. Wir wurden entführt. Wir müssen hier raus. Autsch. Netter Hintern. Aber wir müssen trotzdem hier raus. Irgendwie ist alles verschwommen. Oh Gott, was ist das? Oh Gott, nein. Da opfert jemand irgendwelche Menschen. Könnte man auch von den Schädeln aussehen. Was ist das hier? Gott, lass mich hier raus. Sieht hier echt gruselig aus. Hier ist eine Fackel. Okay, weiter geht's. Brennen wir alles nieder. Oh, cool. Wir müssen hier ganz schnell raus. Aus diesem Voodoo-Ritual-Zeugs hier. Nein, er muss mich gehört haben. Er muss mich gehört haben. Stimmt, super, hier war Wasser. Hier haben wir aber zum Glück wieder neu. Okay, die Fackel ist unbesiegbar. Oh Gott, alles ratzelt und knasselt. Das war laut. Ich habe den Anfang schon ein bisschen vorgetestet, wegen den ganzen Einstellungen und so weiter und so fort. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Okay. Mächtiger Badaboom. Ganz schnell hier raus. Oh, das sieht gefährlich aus. Oh! Oh! Oh Gott. Komm zurück! Oh Gott. Ich will dir nur helfen. Er will mir nur helfen, der will mein Fleisch. Ich will dir doch nur helfen. Der will mich essen oder so. Komm zurück! Komm zurück! Oh, das war knapp. Gruselig. Also, wir werden verfolgt. Hier sind überall Schädel. Mein Gott, wie viele Menschen hat er denn gefressen? Okay, wir müssen hier ganz weiter. Finden Sie einen Weg hinaus. Da gibt es schon wieder. Und sieht da alles aus. Oh, die Flut. Okay. Ich muss schnell hier raus. Mehr Feuer. Da ist Feuer. Zum Glück. Okay. Was ist das denn für ein Ding? Das können wir hier anfackeln. Okay, das Ding ist oben. Das Ding ist unten. Tomb Raider ist auf jeden Fall ein mega Rätselspiel, so wie jeder Tomb Raider Teil eigentlich. Kann ich hier... Oh, guck mal, kann ich anzünden. Mega Fackel! Okay, das war's. Da rein, okay. Schöne Sache. Und schüpfen das. Ja, okay, wir jagen hier alles in die Luft. Hauptsache, wir kommen hier raus, ist mir auch egal. Okay, alles bricht hier auseinander. Da ist... Oh ja, es wäre zu einfach gewesen. Ich wollte gerade sagen, da ist der Ausgang. Pustekuchen. Spider-Man, Spider-Man, er ist das, was nur Spider-Man kann. Oh Gott. Was? Da ist er ja schon wieder. Was? Oh Gott. Oh nein. Oh Gott, ich wurde zerquetscht. Oh Gott. So schnell kann es enden.
Versuchen wir es gleich nochmal. Okay, jetzt haben wir es. Wir müssen warten, bis das rot wird. Jetzt ist er zerquetscht. Unser Verfolger ist tot. Oh, was passiert hier? Die Fackel haben wir weg. Lauf, 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 lauf. Links. Wow, mega geil. Lauf, 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 lauf. Rechts. Ich sehe einen nassen Fußboden und ich sehe das Licht. Okay. Oh Mann! Ich sehe ein bisschen mitgenommen aus. Blutig, Wunde am Bauch, schmutzig, fertig mit der Welt. Aber ich bin am Tageslicht. Okay, das Flugzeug ist abgestürzt. Hier sind so einige Schiffe schon gebrandet. Viel Schrott und Müll. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo er die Schädel her hat. Und hiermit ein herzliches Willkommen zum dritten Mal zu Tomb Raider. Wir sind beim Spiel angekommen. Wir haben es überlebt. Der Kannibale ist tot. Die Gefahr ist gebannt. Und es sieht fantastisch aus. Wir müssen hier runter, denke ich. Oh Gott, Schwächeanfall. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Wir waren mit Leuten unterwegs. Wahrscheinlich landanwärts. Okay. Das Boot ist also unser erster Balance Act. Okay. Ganz langsam. Ich habe gehört, Lara kann an alles sterben. Warum läufst du jetzt so rum? Oh, vorsichtig. Okay, wir laufen langsam. Oh, was? Okay, der Baum hat ein bisschen nachgegeben. Alles gut. Zum Glück haben wir keinen Hoden, das hätte sonst wehgetan. Aber wir sind auf unseren Möpsen weich gelandet. Und haben es geschafft. Bis jetzt ist es ja wohl mal mega cool. Die Sonne ist schön. Die Reflexionen sind toll. Tomb Raider ist unglaublich sexy wie nie zuvor. Gut, gut, gut. Weiter geht's. Okay. Ein Wasserfall und ein Flugzeug im Wasserfall. Okay. Was muss ich hier machen? Okay, springen wir hier dran. Wow, sehr gut. Oh, schnell nachgreifen. Oh Gott, alles fällt auseinander. Wir müssen uns, glaube ich, beeilen. Ich habe keine Ahnung. Was ist jetzt hier? Okay, hier geht's weiter. Weiter. Mit Leertaste drücken zum Überspringen. Oh Gott, was passiert? Na, pack doch nach jetzt da. Der Lehrer, die macht es sich aber auch immer. Oh! Okay, wir haben es geschafft. Oh Gott, ist das alles aufregend. Jetzt wären wir fast vom Flugzeug noch erschlagen worden. Okay, wir leben noch. Hier geht's weiter. Wände hinaufklettern. Lang und Leertaste, okay. Dafür, dass ich gerade einen Speer durch den Rippen gekriegt habe, bin ich unglaublich flexibel und noch. Sam. Was ist das? Wir haben was gefunden. Sam, wo bist du? Sie müssen hier gewesen sein. Ich muss sie finden.
Das ist schon mal gut. Wir haben ein Walkie-Talkie gefunden. Finden wir hier noch was? Hallo? Kann ich die Weste mitnehmen? Nein. Weiter geht's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich konnte weder E drücken noch irgendwas anderes. Wir sind gerade die Klippe abgestürzt wie ein Pingpongball. Und Lara lebt. Unverhindert weiter. Unbesiegbar. Ja, so ist das. Sie verlassen aus. Wir trinken was, das ist schon mal gut. Flüssigkeit ist immer gut und wir frieren irgendwie so ein bisschen. Schöne Brüste. Bitte antworten. Oh Gott. Da friert man ja gleich Mitte. Die Arme ist total unterkühlt. Hier ist schon eine Feuerstelle. Genau, Lara. Such dir mal was zum Heizen. Wir basteln uns ein Lagerfeuerlied. Ah, natürlich. Klassische Situation. Das letzte Streichholz. Wird es funktionieren? Sonst werden wir erfrieren. Ach, herrlich. Herrlich, wie es warm wird. Es regnet alles, alles müsste klatschnass sein, aber Lara schafft es mit einem Streichholz ein brennendes Loderfeuer zu erstellen. Herrlich. Ja. Wir haben eine Cam gefunden und ich denke, sie guckt sich jetzt... Ah, da. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam? Danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus.
Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Okay. Der etwas muskulöse Schwarze ist auf jeden Fall unser Freund. Der Professor sieht irgendwie sehr unsympathisch aus. Und der Captain ist auf unserer Seite. Das ist schon mal fantastisch. Leider ist die Expedition doch ganz schön in die Hose gegangen irgendwie. Okay, es hat aufgehört zu regnen. Haben wir da jetzt geschlafen? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Keine Ahnung. Ich muss etwas zu essen finden. Oh, okay, wir müssen was zu essen finden. Da haben wir schon was. Ein Hirsch. Wir werden ihn mit den bloßen Händen niederringen und aufessen. Oh Gott. Armer Kerl. Oh Gott. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Okay, ein Jäger, ein toter Jäger, den müssen wir holen. Okay. Hier sind Pfeile. Schön, wie die hier einfach alle liegen. Da sind auch noch Pfeile, hier sind auch noch Pfeile. Wir schnappen uns alle Pfeile, die es gibt. Ich, bei meinem Glück brauche ich, oh Gott, 80 Pfeile, um so einen Hirsch zu erlegen. Vielleicht müssen wir auch einen Raben essen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Nehmen wir den. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ja, ohne Waffe. Was? Ich brauche eine Waffe. Ach, Gummivogel, alles klar. Wir müssen da hoch. Wir müssen zum Lächeln. Was ist hier noch? Wir versuchen noch, da sind noch Bögen. Okay. Whatever. Wir springen wie eine junge Gazellin. Das ist kein Ding. Kennen wir nichts. Ich schaff das. Ich schaff das. Streck die Arme auf. Da haben wir ihn. Oh Gott. Die Haare wehen im Wind. Und wir haben einen Bogen. Chill. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Wir haben Pfeile, wir haben Bogen, wir sind bewaffnet. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Eigentlich. Sinn. So, hier. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Ganz ruhig, kleine Maus. Ganz ruhig. Da ist was. Ich sehe es. Okay. Oh Gott, was war das? Voll gefailt oder so. Naja, wie gesagt, ich bin der Mega-Hirschjäger hier. Wir haben ihn einmal erwischt, jetzt ist er geschwächt. Und da liegt er noch nicht. Oh, den haben wir weggecrittet. Auf der Arme. Also alle Vegetarier jetzt einmal kurz wegschauen. Das wird blutrünstig. Aber wir müssen überleben. Kurzes Stoßgebet für den kleinen Mann. Oh Gott. Hol's raus. Ja. Oh. Wir sind sehr traurig und mitgenommen. Das macht mich gerade alles so fertig. Wir wurden von einem Kannibalen fast gefressen und haben einen Hirsch getötet. Okay. Zurück zum Lager. Soweit zur Storyline. Wir haben Fleisch gefunden. Getrunken und geschlafen haben wir schon. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Landschaft und Sterne und genau.
Hier sind Fische. La Bouche. Okay, wir müssen zurück zu unserem Lager. Hier ist noch ein Hirsch. Sollen wir noch einen töten? Nö. Wir sind keine Monster. Hey, Freunde, ich habe euren Vater getötet. Aber seid... Was ist das? Ein Hase. Bam! Aha. Cool. Wir haben einen Hasen gejagt. Ein nasser Stein ist hier. Ich habe mich gerade völlig verloren. Oh, guck mal, was ist hier denn drin? Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Okay, die Oni. Wir werden gejagt von den Onis. Oh, wir haben ein Dokument schon übersehen. Ach, guck mal, hier wird das sogar angezeigt, wo die ungefähr sind. Hm. Also muss hier auch noch irgendwo was sein. Hier sind Pfeile. Und da liegt irgendwas Glitzerndes. Hm, eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Okay. Eine Art Behälter. Cool, cool, cool. Hier ist das Dreckshaus. Und dann gehen wir jetzt mal zum Lager zurück. Nutzt ja nichts. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Coole Geschichte. Okay, wir nehmen das hier. Können wir besser zielen. Ein sicherer Schuss gemeistert. Schön. Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich an Bord ging. Hoffentlich hat jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Immer in Bewegung zu bleiben, das ist gut. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay, immer in Bewegung bleiben. Ergibt Sinn. Oh Gott, was habe ich jetzt gedrückt? Ja, weiß ich. Hab ich schon. Okay, Musik. Musik. Das kommt garantiert aus der Hütte. Die Tür ist auf.